Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir verkosten heute das 13. Bier des Adventskalenders Gorbinski 666 auf Gorbinski 666 auf YouTube. Gerne auch auf Twitch zu erreichen. Genug der Eigenwerbung. Wir trinken heute Berliner Bürgerbräu. Berliner Bürgerbräu. Guck mal, die Flasche ist besser, ne, im Greenscreen. Ein Premium-Pilz gibt's. Ein leckeres Premium-Pilz. Guck mal doch mal, was das kann. Ich habe auch keine Ahnung, ob das eine sehr bekannte Marke aus Berlin ist. Ich habe mir es einfach mal geholt, weil ich noch keine Berliner Marke dabei hatte. Gerne Pilz trinke und dann gucken wir einfach mal. Feinwürziges, vollmundiges Premium-Pilz. Gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot, Wasser, Gerstenmalz, Hopfenextrakt. 0,5 Liter, 5,0% Alkohol. Ach, das ist Kindl. Berliner Kindl. Ah, das ist die Kindl-Brauerei. Siehst du mal? Cool, wir machen es auf. Ganz normaler Kronkorken. Aber eine etwas andere Flasche, ne? Die geht hier gerade hoch und dann her ist zusammen. Diese Standard-Bölkstoffflaschen, sag ich mal, gehen hier. Die haben hier so ein bisschen mehr geschwungenen Körper. So. Das ist eine 0,5er Flasche, werde ich auch nicht ganz trinken jetzt wahrscheinlich. Ich gehe gleich nochmal streamen. Schön. Was sagt das Pilz? Das Pilz sagt Farben perfekt. Weiß sieht wieder genauso aus wegen dem Greenscreen. Aber es ist gut. Es ist gut. Es hat einigermaßen gut Schau. Bisschen grobporig, nicht so feinporig. Habe ich gelernt. Stand auf der Flasche drauf. Feinporiger Schau. Ist bei dem aber nicht so. Aber er hält sich ganz gut. Ist gut. Kohlensäure auch vorhanden. Richtig viel sogar. Richtig viel. Aussehen gibt eine 7. 7? Gut. Ja, was gibt noch zu erzählen? Wir haben Halbzeit. Und ich habe auch heute nach einem Hintergrund, nach einem legalen, weil man darf ja nicht einfach jeden Hintergrund verwenden, nach einem legalen Hintergrund, ich wollte eigentlich ab der Halbzeit einen anderen Hintergrund machen. Ich habe jetzt aber keinen gefunden. Ich habe einige gefunden, aber die waren alle nicht so toll wie der hier, ne? Also der ist richtig gemütlich. Der passt auch ganz gut mit von den Farben her. Ich habe die Farben ein bisschen angepasst vorne Dingens da, von dem Bewertungsdings hier drüben. Und passt alles. Ich finde es super. Deswegen lassen wir es einfach so. Ich hab heute vielleicht auch ein bisschen andere Farbe. Wartet mal. So ist normalerweise. Und wenn ich hier das Ding hier ausmache, ist es so. Ich finde, da ist dieser grüne Rahmen, der normal um meinen Kopf hier noch rum ist, ist ein bisschen weniger. Deswegen lasse ich das einfach raus, weil der Greenscreen funktioniert auch so einwandfrei. Und die Farben sind ein bisschen natürlicher, ne? Ja, jetzt der Schaum fast weg. Ist halt so, geht halt recht schnell. Ich sag mal Prost. Ich habe jetzt, glaube ich, 4 Tage keinen. Wir haben fast den 13. Ich bin fast auf Stand. Ich muss fast jeden Tag jetzt eins trinken hier. Ja. Schmeckt gut. Für 5,0 Alkohol allerdings ein bisschen zu siffig. Süffig, nicht siffig, sondern süffig mit Ü. Nicht mit Y. Wo ist es? Ja, was soll man dazu sagen? Es ist ein gutes Bier eigentlich. Aber es reißt einem nicht vom Hocker. Es ist süffig, also es flutscht. Aber es ist trotzdem ein bisschen penetrant im Abgang. Merkt man erst nach mehreren Schlücken, ne? Ich will mir jetzt keinen Kasten von kaufen. Ganz ehrlich. Kann man trinken. Sag mal so, ist meiner Meinung nach ein unnötiges Bier. Weil es hat nichts Besonderes, es hat nichts Eigenes. Es ist einfach so, wie es ist. Es ist halt ein Bier, ne? Man schmeckt, dass es Bier ist. Aber das war's dann auch. So, jetzt passt das wieder.
Ja, das war's schon. Kann nicht mehr, kann nicht weniger. So. Außerdem ist echt das Beste noch dran. Wenn man so guckt, ist es schon ein bisschen hell, ne? Ich weiß gar nicht, was ich euch dazu noch erzählen soll zu diesem Bier. Einfach so, gehst in die Kneipe, bestellst einen Pils, dann kriegst du halt sowas hingestellt. Und das schmeckt schon, aber... Es ist nichts Besonderes, es ist einfach... Ach, was soll ich dazu sagen? Wir sehen uns das nächste Mal wieder, ne? Ich bin raus, tschüss. Ganz ehrlich, tut mir leid, aber machen wir heute mal eine kürzere Folge. Es gibt nichts, es ist das 13. Bier, was ich jetzt trinke. Und es hat nichts Spezielles im Vergleich zu den anderen Bieren. Was soll ich groß labern? Macht euch eine schöne Zeit und wir sehen uns morgen 20 Uhr wieder, ne? Tschüss.